Ja, Thomas Peters, 30 Jahre, Tura Espekamp. Hamburg mit einem 3:1 Sieg gegen Mainz 05 zum Auftakt. Die Wolfsburger haben im letzten Spiel des ersten Spieltages mit 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Beide Mannschaften kennen sich aus der Regionalliga. Die Hamburger da deutlich vor den Wolfsburgern. Hamburger sind Dritter. Der VfL findet sich auf Platz 8 wieder. Das direkte Duell Hamburg gegen Wolfsburg hat der HSV für sich entschieden mit 3:2 gegen dieses Ligaduell. An die Hanseaten. Moritz, was hast du zur Trikotauswahl der Hamburger? Ein Traum, oder? Ein absoluter Augenschmaus. Und es hilft. Erster Treffer für die Hamburger. Torschütze der Spieler mit der Nummer 13. Milat Nejat Hailoa. Naja, um nochmal auf deine Frage zurückzukehren. Ich finde, ich will auch ganz ehrlich sein, gewöhnungsbedürftig ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu nett ausgedrückt. Wärst du mit 15 so in die Schule gegangen? Naja, also... ich nicht. Meine Mutter hätte mich schon dazu zwingen müssen. Die hätte mich wahrscheinlich schon fesseln müssen und mir so ein T-Shirt überstreifen müssen, als wenn ich damit freiwillig in den Klassenraum gekommen wäre. Möglichkeit für die Wölfe, aber erstmal geblockt. Ist wahrscheinlich das Samstags-Outfit. Morgen gibt es dann den bekannten Dress der Hamburger. Die auch schon auffällige Spieler dabei hatten, fand ich im ersten Spiel. Mir fiel die Nummer 15 auf jeden Fall, Elijah Cizay. Guten Eindruck gemacht. Aber auch Santos mit der Nummer 7. Waren wirklich auffällige Spieler. Nächste Möglichkeit. Und das 2:0 für die Hanseaten. Und wieder macht es Milat Nejat Hailoa. Zweiter Treffer des Kapitäns des HSV in dieser Partie. 2:0. Noch nicht mal 3 Minuten gespielt. Das geht auf jeden Fall richtig gut los. Schöner Ring gezogen und vollendet zum 2:0. Mittlerweile, falls ihr schon länger dabei seid, haben die Wolfsburger auch unser 14 und 9 Gate hier aufgelöst. Also die 14 beim VfL Matthew Meyer, die 9 Sean Busch. Beide haben im ersten Spiel getroffen. Allerdings waren beide noch vom VfL mit der Nummer 14 ausgewiesen. Also auch diese Problematik haben wir mittlerweile gelöst. Busch auch sehr, sehr erfolgreich im Ligabetrieb mit 6 Saisontreffern. Damit der drittbeste Torschütze Matthew Meyer. Ein Platz besser auf Platz 2 mit 7 Treffern für die Wölfe. Also die Wolfsburger auch wirklich mit ihren besten Spielern hier in Lübeck angetreten. Gute Möglichkeit. Jetzt mal auf der anderen Seite für die Wölfe. Lattenkracher. Bisschen Glück für den HSV in dieser Situation. Da rappelt es mal ordentlich am Gebälk. Trotzdem weiterhin 2:0 für den HSV. Nächster Abschluss nur abklatschen lassen. Nachschussmöglichkeit vielleicht. Allerdings dann nicht gut gemacht von Lenny Kufrin. Sind wir hier nochmal eingefangen von der Regie. Der Lattenkracher.
Was Turnierhistorie angeht, haben die Hanseaten auch einen eindeutigen Vorteil. 18. Teilnahme. Zweimal konnten sie den Cup gewinnen, 2009 und 2014. Ein drittes Mal, nämlich 2017, waren sie noch im Endspiel. Die Wölfe mit der 11. Teilnahme. Einmal 2016 standen sie im Finale. Aber zum Cup-Gewinn hat es dann nicht gereicht. Verloren da gegen RB Leipzig. Ziemlich deutlich mit 1:6. Ansonsten die Hamburger, ja, der Lieblingsverein vom Turniergründer Heinz-Dieter Holsing, drückt auch in diesem Jahr den Hamburger natürlich etwas mehr die Daumen. Hier nächster Abschlussversuch für Wolfsburg zum Anschluss durch Matthew Meyer. Ein Foulspiel hier gepfiffen vom Unparteiischen und deshalb die große Möglichkeit, Doppelchance für die Nummer 9. Für Sean Busch hier. Nach dem Einsetzen, was der Schiedsrichter dann nicht als strafbar geahndet hat, fasst der Anschlusstreffer für die Wölfe hier durch. Die Nummer 9, der jetzt nicht mehr namenlos ist in diesem Spiel, durch Sean Busch. Schöne Parade da, zweimal zur Stelle und dann kriegt er noch einen ab im Kasten vom HSV. Finn Andreas Böhmker, ja auch auf der Abrufliste der deutschen Nationalmannschaft. Kriegt er jetzt nochmal abseits der Kamera kurz die Flasche gereicht. Geht allerdings weiter beim Keeper des Hamburger HSV. Starke Ablage mit der Hacke. Hamburg aber sofort wieder hinter dem Ball. Zeigen sich enorm entschlossen. Hohe Laufleistung. So, jetzt das Überzahlspiel. Gut Druck gemacht da. Gerade wieder vom Kapitän und doppelten Torschützen der Hamburger. Setzt da den Keeper ganz schön unter Druck. Glück gehabt für die Wölfe. Jetzt wieder Überzahl für den HSV. 2 gegen 2. Schussversuch abgeblockt von Max Marie mit der Nummer 12. Ja, die Wölfe müssen hier bei noch 4 Minuten Spielzeit eigentlich jetzt mal ein bisschen mehr in die Offensive gehen, wenn sie hier doch noch was mitgehen wollen, oder was sagst du? Ja, sie kommen mit ihrer Qualität, die sie haben, noch nicht so wirklich vor das Tor. Das haben sie im ersten Spiel wesentlich besser gemacht gegen Fortuna Düsseldorf. Bekommen gerade nicht so richtig Druck. Liegt aber auch wirklich an sehr aggressiven, sehr aufmerksamen Hamburgern, die dann wahnsinnig gut umschalten, finde ich. Immer wieder schnell Richtung Tor kommen. So, jetzt vielleicht mal, aber der Ball war dann zu weit. Also ich glaube, es liegt vor allen Dingen an einer wirklich starken Defensivleistung der Hamburger. Starke Einzelaktion, starke Einzelaktion! Dann mit der Latte der Nachschuss. Und also im Gegenzug nicht die Kontermöglichkeit für die Wölfe. Hier sehen wir noch mal das Solo stark pariert und dann, ja, den darf er, glaube ich, schon mal ins Tor köpfen. Nicht mehr richtig die Kontrolle bekommen. Nächster Abschlussversuch. Zweieinhalb Minuten noch auf der Uhr, wenn der Ball jetzt links rausgeht, das klappt jetzt, gibt es die Möglichkeit, aber wieder vereitelt.
wieder ein Fuß dazwischen. Aber Hamburg ist extrem aufmerksam. Das Team von Ex-Profi Bastian Reinhardt, 44 Jahre. Jetzt die große Möglichkeit. Und der sitzt. Lenny Kufrin mit dem 3:0. Und wohl der Entscheidung. Der kleine Mann ganz groß. Das sehen wir hier nochmal. Stark rübergelegt, aber nochmal verzögert und dann ganz cool abgeschlossen. Stark gemacht, Kufrin. Es ist wie verhext. Immer eine Hand, immer ein Fuß oder das Aluminium im Weg. Ball war noch nicht freigegeben. Jetzt geht's weiter. 1:13 vor dem Ende. Bleibt oben. Oh, stark gehalten. Hätte er querlegen dürfen. Vorsichtig gesagt. Sehen wir hier nochmal. Stark durchgesetzt da. Ist eigentlich schon am Boden. Steht dann doch nochmal auf. Ja. Und dann zu egoistisch gemacht. Und Elijah Schizesei. Vielleicht macht das jetzt besser. Wird zum Ball gebracht. Gibt es nochmal. Sind Streitigkeiten, wer es jetzt genau macht. Aber vom Gefühl lässt sich das Elijah Schizesei nicht nehmen. Nein, lässt er nicht. Und er verwandelt sicher zum 4:0. 36 Sekunden vor dem Ende der Partie. Keeper Finn Schönmott läuft den Weg in die andere Ecke und damit keine Chance, diesen Ball hier zu parieren. 4:0. Und damit können wir uns ganz sicher sein, dass die nächsten drei Punkte auf das Konto des HSV wandern. Nach dem 3:1 Sieg gegen die Mainzer im ersten Spiel jetzt auch. Der klare Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Die hier kein schlechtes Spiel gemacht haben, allerdings zu inkonsequent waren. Eben in der Offensive immer wieder Pech gehabt haben im Abschluss. Gerade nochmal knapp gescheitert sind in der Anfangsphase der Lattenkracher und immer wieder auch an Böhmke im Kasten der Hamburger gescheitert sind. Und das war's. 4:0 für die Hamburger. Wir sind gleich zurück.